Ja, Leute, willkommen zurück bei unserer Challenge auf diesem Kanal. Wir haben ja versprochen, bei 1000 Likes machen wir die Short Challenge. Also, Leute, willkommen zurück zur besten Fashion Show Deutschlands. Wir haben in dem letzten Video die 1000 Likes erreicht. Danke an euch, aber irgendwie auch nicht, weil jetzt haben wir die beschissene Challenge, dass wir Shorts. Aber irgendwie auch nicht. Ja. Jetzt müssen wir halt Shorts kombinieren. Danke. Danke, Leute. Freut uns, wirklich. Schön. Toll. Toll. Wenn man hier mit Shorts antanzt, hier in diesem Studio, Digga, Leute gucken dich so an. Also, ganz früher Shorts gerockt, aber jetzt momentan, selbst wenn 30 Grad sind, ich gehe mit langer Hose, Boots. Ich trage eigentlich nur beim Sport Shorts und sonst mal zu Hause zum Chillen so, aber damit rausgehen, Bro. Ich finde Shorts per se wirklich nicht schlimm wie die Jungs jetzt unbedingt. Das war Cap. Wirklich, wir mögen Shorts nicht, aber danke für die Challenge, weil wir müssen auch mal aus unserer Komfortzone raus. Ne? So, wir machen das fertig. Digga, ich werde mit so einem Fit kommen, Digga. Boah. Ja, Leute, wenn ihr nochmal wollt, dass wir so eine absolut beschissene Challenge machen wie die Starting Shorts Episode heute, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, weil bei 2000 Likes machen wir Schwarz ist nicht erlaubt Challenge. Oh, nicht schlecht, oder? Ja, Leute, also, ne, wenn ihr mal ein bisschen was macht, dann kriegt ihr ja auch die nicen Episoden, ne? Dann kriegt ihr auch das, Es ist so nice, keine Farben. Bung darf kein Schwarz tragen. Also, Leute, erstmal ein Like da lassen. Natürlich auch erste Link in der Videobeschreibung abchecken, unser Patreon. Und wir, ja, machen jetzt die Challenge, die ihr uns auferlegt habt, nämlich Styling Shorts. Let's go. So, Leute, willkommen zurück bei der Shorts. Shorts. Digga, ist Shorts? Kurze Hosen-Challenge. So Leute, was geht? Herzlich willkommen zu der Episode Shorts Stylen. Ich habe gar keinen Bock drauf, aber wir sind heute hier bei Platte, unser erster Anlaufpunkt. Und ja, wir gucken mal rein. Ich bin gespannt. Noch keine Idee, aber ich lasse mich überraschen und gucke, ob ich irgendwas Cooles gezaubert kriege. Herzlich willkommen zurück bei mir, Freunde. Wir sind gerade im wunderschönen Kreuzberg, einer meiner Lieblingsstadtteile in Berlin. Ja, Leute, ja, ihr seht, wir haben hier eine Allianz gebildet, wir beide. Und wir gehen heute shoppen. Und unser erster Stopp hier auf unserer Reise des Konsums ist das neue Schwarz. Wie ihr seht, bin ich gerade unterwegs. Ich gehe jetzt zum Stoffladen, weil ich werde natürlich jetzt keine normale kurze Hose anziehen, wie ein normaler. Könnte knicken. Also ein bisschen schummeln, ne? Auf Robert angelehnt. Ich schneide wieder was um, dann spray ich es an. Das wollte ich gerade sagen. Also, falls ich keine Hose finden sollte, werde ich mir wahrscheinlich was umschneiden. Ich würde sagen, da ist der Booster. Let's go, oder? Fangen wir doch einfach an, oder nicht? Erste kurze Hose, die sehr interessant aussieht auf jeden Fall. Das Design gefällt mir eigentlich ganz nice. Daraus Socken. Ja, Leute, wir haben hier auch schon mal eine Mani-Hose. Also, es gibt hier auf jeden Fall einige kurze Hosen. Ja, Bottega. Ja, wir haben ja alles am Start. Schönes Teil, Digga. Schöne Farbe auch. Mit denen kann man gut arbeiten. Das sind wirklich geile Shorts, Digga. Die sind wirklich sehr, sehr nice. Wie ist interessant aus? Ich hätte auch noch Star Wars oder Harry Potter. Ich hätte Luke und Darth Vader. Oh, wow. Oh, das ist. Ah, ja, chillig. Nee, ich brauche nur weiß. Dieses nice, Bro. Oh mein Gott, Digga. Wir machen immer gleich mal anziehen. Vor allem Justin sucht einfach, weißt du, dem ist die Challenge scheißegal, der will einfach nur shoppen. Das ist total Latz, Digga. Konsum! Konsum! So Leute, hier in der Tasche habe ich den guten Stoff. Ne? Und ich meine auch wirklich den guten Stoff. Also, ohne viel zu labern, wir gehen jetzt zur Person rüber, die mir helfen wird für die Challenge. Die ist es nicht. Nicht bei mir. Machen wir deine Beine so ein bisschen breit. Ja, dann haben wir auch gleich unser Gast. ja, die ist es auch nicht, würde ich sagen. Da bin ich wieder. Voll und PC fit. Sommerlich, würde ich mal sagen. Bis gleich. Aha, aha, aha. Da bin ich wieder. Also die Farbe ist nice. Die Farbe ist super nice. Aber die ist mir zu kurz. Ja, ohne Witz, eigentlich nicht bad, aber ich muss, glaube ich, noch ein bisschen abspecken. Aber hey, ohne Witz, die Jacke ist eigentlich nice. Du kannst die halt auch noch, ne,
halt so tragen, dass du halt das Ärmel los hast. Wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal bei Orimono vorbeischauen. Gucken, ob wir da nicht vielleicht noch was Besseres finden. Wenn nicht, dann steppen wir wahrscheinlich zurück. Eigentlich auch chilliger jetzt für den Sommer allein, weil nachher mit den Ärmeln schwitze ich mich tot. Also, hier sind wir mit der guten Rosa. Ja, ich habe eine kleine Vorlage mitgebracht für mein Extra, welches ich für die Shorts da machen werde. Wir haben hier eine schöne Rick-Shorts, ne? Mit so kleinen Einschnitten hier an der Seite und den Dark Shadow Bondage hier noch am Start. Ist auch für mich das erste Mal, so einen Prozess damit so mitzuerleben, so von Schnittmuster machen, bla bla. Vor allem der Schnittmuster-Part war hammer interessant für mich. Und weil Robert kann es ja nicht. Steigen wir raus, alles gut. Also den hier finde ich eigentlich auch nicht so verkehrt. Oder? Oh, ja, oder? Die ist wild, ne? Also wir sind fertig. Ich bin happy. Ich finde, es ist hammer cool geworden. Ja, Leute, ich war heute leider nicht erfolgreich. Ich habe mir tatsächlich gar nichts eingepackt. Aber ich habe dafür einen Plan im Gepäck, was ich jetzt machen werde. Jetzt werde ich nach Hause gehen, werde mir meine Sachen bestellen, weil ich weiß ganz genau, was ich brauche. Und dann werden die anderen am Judgment Day fertig gemacht. Ne? Wir waren zwar unterwegs, ich habe leider auch nichts gefunden. Aber ich muss sagen, ich habe vorher schon ein bisschen geguckt, weil die Challenge war ja vorher schon klar. Ich wollte heute nur ein bisschen Inspiration machen, ob ich vielleicht was Besseres finde. Aber ich hatte mir vorher schon ein Outfit auch bestellt tatsächlich. Ja, ich meine, dafür vor allem, dass es so ein Projekt ist, haben wir es innerhalb von 2 Stunden oder so zusammen gemacht. Was zusammen gemacht? Ich saß daneben, wir haben gequatscht, die hat es gemacht. Ich war verblüfft die ganze Zeit, wie das funktioniert. Aber so krass war es jetzt auch nicht, okay? Nicht das. Doch, es war krass. Es war, also für uns Affenhirne war es schon wirklich krass. Ich sag, wir so... Oh. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier fertig bei Orimono. Wie ihr ja auch gesehen habt, haben wir die ein oder andere entspannte Sache auch gesehen und anprobiert. Ob wir was mitgenommen haben, das werden wir dann am Ende des Tages im Studio bei uns dann wieder sehen. Und ich freue mich dann auch an der Stelle schon auf den Judgment Day. Also sind wir damit erstmal hier durch und... Ja. Ja, Leute, ihr wundert euch, warum wir... Genau. Wir haben es jetzt 13.20 Uhr und 14 Uhr treffe ich mich mit den Jungs zum Judgment Day. Und ich habe keine kurze Hose. Ich habe bei Farfetch eine kurze Hose bestellt. Das habe ich bekommen, Digga. Aber Leute, ich habe natürlich einen Plan B und den zeige ich euch jetzt. Ja, Biaya ist jetzt auch schon am Start. Jetzt kann er mich nämlich auch noch dabei filmen. Ich stecke das Ganze jetzt fest. Ich habe das vorher schon gemeasured. Und jetzt stecke ich es noch fest und dann muss ich eigentlich noch rübernähen und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Und ich glaube, das wird sogar besser als das, was ich ursprünglich bestellt hatte. Deswegen, aber lasst euch jetzt gleich überraschen. Wir gehen jetzt nämlich zum Judgment Day, Leute. Haut rein. Let's go. So, Leute, willkommen zurück im Studio. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt müssen wir die Scheiße auch durchziehen. Also, ohne viel zu quatschen, würde ich sagen, Justin kann anfangen. Let's go, Digga. Was denkt ihr, was wird Justin machen? Ich glaube, Justin wird hier gleich jetzt der Fast Fashion Don rauskommen. Unkreativ und gewinnt am Ende aber trotzdem. Ja. So, Justin. Oh, ein schöner Beachfit. Okay, okay, okay. Summerfit, so in beige-weiß, mit einem schönen Ropa-Hemd. Ja, haben wir zukommen lassen. Kuss an die Leute, checkt auf jeden Fall ab. Und damit ihr die Kurzhose auch direkt mal ein bisschen besser seht, ist von Asos übrigens. Fühl ich. Und habt ihr gesehen, und ich wollte sie ja nicht in schwarz haben, natürlich. Gab's leider nicht. Und ja, dazu halt ganz entspannt Slide so. Ich wollte was anziehen, was ich auch jetzt so draußen rocken würde. Und so würde ich halt safe rausgehen. Also ich überlege sogar, ob ich das behalte. Ja, die Hose ist sick. Ne, deswegen und... Die Hose ist super nice. Schick mal Link, Bro. Schick mal Link. Sehr, sehr clean, Bro. Fühl ich. Ja, jetzt so im Nachhinein doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Also ich will mir jetzt trotzdem keine Shorts ziehen, außer die vielleicht. Justin hat auf jeden Fall einen ordentlichen Beachfit abgeliefert. Die Hose war super, super, super nice. Es ist halt nicht sehr kreativ unbedingt, würde ich sagen. Es ist halt sehr stunny. Also ich meine, kann ich mir vorstellen, dass es deswegen so gewinnen wird, weil es stunny ist und die meisten Leute sich darin sehen würden. Ganz entspannt. Starke, starke Vibes. Starke Vibes. Kann man nicht Schlechtes drüber sagen. Ich will Jaja sehen. Okay. Es wird halt super simpel und es wird halt super clean und super alltagstauglich. Ich glaube, die Kurzhose wird mies kurz, Digga. So Hotpants-mäßig, Bruder. Oh, ja, ja, ja. Oha! Ja.
Den kenne ich über den Hat Fritz. Mich auch überrascht, Digga. Ja, mich auch. Oh. Ist der gesamt All Black. Oh. Die Shorts ist Julius, ist ja, Japanese, ja. Ist Wax Canvas, Cargo Shorts, richtig fette Pockets, läuft nach außen richtig weit zu, hat eine richtig geile Silhouette. Das Longsleeve ist Rick. Fühle ich, würde ich genauso rumlaufen, Digga, würde ich genauso rocken. Safe. Also die Hose ist auch wirklich böse. Digga, vor allem, ey, einfach diese Nippelknöpfe sind so strong, der Akzent an der Hose. Boah, stark, Alter. Diese Kleinigkeiten in der Hose sind so doll. Holy quack. Küss sie doch, Digga, die Hose sonst. Diese Julius Pants war unglaublich nice. Ich fand auch dieses Detail mit der Rick-Kette und diese Rick-Anhänger auch noch so hammer cool. Die Shorts, Digga, war geisteskrank. Auf jeden Fall die beste Shorts heute, die wir hier überhaupt hatten. Ja, stabil, Bruder. Auch war wichtig noch hier, meine Nägel gehören auch noch zum Fitness. Oh. Das natürlich, weil ist ja All Black, man muss ja ein bisschen Farbe reinbringen, deswegen habe ich auch hier. Stabil, Bruder, stabil. Aber sehen wir ja gleich nochmal. So, ey, er hat Ansagen gemacht, Digga. Der hat gesagt, dass wir alle richtig, richtig sauer sein werden. Weil er schummelt, oder was? Und dass er geschummelt hat auch noch. Oh, Bruder. Also es wird Schummlung. Hung! Yalla. Zeig her. Alright, alright, alright. Sind das Boris? Guten Morgen. Hä? Ist das eine Boris-Collab, die Schuhe? Nee, das ist ganz lustig. Das war, kennt ihr diese Ambush-Converse-Schuhe? Ja, ja. Die waren mal schwarz. Ich hab die weiß angesprüht, damit die so passen. Ja, dann, jetzt kommt mein Cheat. Nee, also erstmal die Hose, die Shorts, habe ich von eBay geholt. Von Kleinanzeigen. Die ist so hübsch. Ich sehe die gar nicht mehr. Deswegen muss ich die weglayern. Und dementsprechend war es, okay, gut, was mache ich? Und zwar, ich wollte so ein Rap-Skirt machen, aber ich kann nicht nähen. Also was habe ich gemacht? Ich ging so rosa und sie hat mir geholfen, so ein Ding zu machen. Alter, wie geil, aber. Ja, klar, aber warum sollten wir jetzt heute auf dich sein? Na, weil das absolut Schummel ist, Digga. Das ist da, guck mal, er machst du wenigstens selber. Ich kann nicht nähen, ich suche mir von jemand anderem noch Hilfe. Ich finde den Move völlig in Ordnung. Alter, voll okay, Bro. Ich finde den Fit super nice. Safe. Das Einzige, was ich halt so bemängeln würde, man sieht die kurze Hose halt und, gar nicht. Und die Shorts, und die Shorts an sich ist auch voll öde, Digga. Ja, ja, die Shorts ist öde. Hung hatte heute echt eigentlich den besten Fit, aber man hat die kurze Hose halt einfach wirklich zu 10% gesehen oder sowas. Und die Hose, die drunter war, war auch noch so kackenöde. Nee, Digga, der hat nicht geschummelt, der hat einfach nur die Challenge nicht verstanden, glaube ich. Ja, Mann, Alter, schöner Fit, Digga. Safe. Okay. Ja. Sehr schön. Jetzt bist du dran, Großer. Jetzt kommt Blackbeard. Nee, ja, ich sag enges Oberteil lieber, ja. Safe. Ja. Also sind aber Zwillinge, wenn sie jetzt hier sitzen gleich. Kommen Sie. Aha. Oh. Ja, Leute, ich musste tatsächlich notgedrungen mir noch gerade vor circa, ich glaube, einer Stunde diese Hose machen. Weil Farfetch hat mich mies gescammt. Ich habe mir eine kurze Hose bestellt und ich habe eine lange Hose bekommen. Deswegen muss ich jetzt ein Sample von mir einfach umschneiden, dass es eine kurze Hose ist. Aber passt sehr gut zu der Idee, die ich hatte. Ich wollte nämlich so einen Zweiteiler haben, so Anzug und Anzugshose, quasi auch aus demselben Material. Und das halt finde ich immer ganz geil mit so hohen Boots und so. Kommt sehr nice, finde ich. Ja, aber Digga, dafür, dass du die gestern noch oder heute gemacht hast, ist die safe nice. Ja, safe, auf jeden Fall. Kannst du auch eigentlich mal Shorts rausbringen für Anwender, ne? Ja, das lassen wir mal lieber wahrscheinlich. Also meiner Meinung nach, der einzige andere Fit, der gewinnen kann, noch, ist Robert. Ja, muss eigentlich sagen, Shorts können doch gar nicht so schlecht kommen. Also ich glaube, wir waren alle ein bisschen zu voreingenommen. Ja, ich fand die insgesamt muss ich sagen, ganz, ganz cool. War mal toll, die Jungs mal in kurzen Hosen zu sehen. Ich meine, ja klar, ich sehe Justin und Robert öfters mal beim Sport mit kurzen Hosen. Also weil ich die mal beobachte von Weitem. Challenge war für mich sehr bereichernd. Also es war für mich wie so eine Pilgerreise, Digga, Alter. Ich habe einfach neue Sachen gelernt. Ich habe meinen Horizont erweitert. Ich bin jetzt weiser, als ich vorher war. Aber Digga, eigentlich kann man machen kurze Hosen eigentlich am Ende. Ja, safe, wenn ich jetzt die Fits hier so sehe. Ja, wenn man es weglehren kann, dann. Also eure Fits nicht so, aber die hier drüben, die sind noch ganz nice eigentlich. Ja, eigentlich schon, Digga. Quatschbärt. Eigentlich sind unsere schon besser. Quatsch, ja, Quatschbärt. Ja. Einmal in die Kommentare schreiben, seid ihr Team Black Fits, Digga, oder Team White Fits? Team Schmutzfits. Okay, Guys,
Ihr habt die Fits gesehen, alle sind durch. Da ihr auch entschieden habt, dass wir die Shorts stylen, dürft ihr auch entscheiden, wer gewinnt. Also bitte einmal in die Kommentare schreiben, wer gewonnen hat und bitte darauf achten, nur der einzelne Kommentar zählt, keine Likes. Also schreibt fleißig rein und eine Woche Zeit dafür und der Gewinner wird dann bei Instagram in der Story bekannt gegeben. Danke, dass ihr da wart und ja, bis zum nächsten Mal.